Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees86 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam wieder ein kleines Päckchen von der Firma Cape Light. Vielen herzlichsten Dank für das Presseexemplar. Und in diesem Paket war drin, nämlich Sputnik, es wächst in dir, ein russischer Science-Fiction-Horrorfilm. Ja, russischer Science-Fiction-Horrorfilm, richtig gehört. Und ich muss ja gestehen, langsam komme ich auch auf den Geschmack der russischen Filme. Ich kann nur sagen, AK-47, ein sehr guter Film, genauso wie Baba Yaga, hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch diesen Film habe ich mich schon sehr gefreut. Wenn man so guckt, es schaut sehr alienlastig aus. Und dieses Mediabook wird am 4. Dezember 2020 erscheinen. Also noch ein bisschen hin. Und natürlich wird es auch zu diesem Film auch eine Review geben. Eine ehrlich gemeinte Review. Wenn mir was nicht gefällt, dann wird es auch so in diesem Video auch passieren. Und ja, aber ich bin da ein bisschen, ja, geht da wirklich mit sehr viel Euphorie dazu ran. Und ja, der Film geht 113 Minuten auf Blu-ray und auf DVD geht 109 Minuten. Nicht nur im Mediabook erscheint dieses Filmchen, auch auf DVD und auch auf Blu-ray. Und bei der Erstbewertung von der FSK war der Film auch ab 18 freigegeben, also ein etwas blutiger Film, aber Cape Light ist da auf, hat er Widerspruch eingelegt und siehe da, der Film ist nun ab 16 freigegeben. Also ich bin schon mal sehr gespannt, wie mir dieser Film gefällt. Würde mal sagen, wir machen mal auf das ganze Mediabook und dann gucken wir das mal genau an. Und wir haben hier wieder einen schönen Glanzeffekt vom Schriftzug her und auch das Motiv schaut schon mal sehr, sehr bedrohlich aus. Wir haben nämlich hier im Hintergrund, zumindest auch im Vordergrund, haben wir hier, why, cool, haben wir den Astronauten und dann im Schatten sehen wir schon die Kreatur, die aus diesem Menschen anscheinend so erscheint. Und hier Sputnik, es lebt in dir, ist hier ein Glanzeffekt vorhanden. Auch der kleine Schriftzug hier unten ist ebenfalls glänzend gemacht worden und das ganze Motiv ist wirklich auch schon ein bisschen so, ja, dieser Used-Look auf jeden Fall auch und hat auf jeden Fall ein schönes Motiv, vor allem auch ein gestochen scharfes Motiv auch hier. Der Astronaut an sich ist ebenfalls schön gemacht worden. Entschuldigung, ich habe gerade eine Wortfindung schon wieder gehabt. Und dann haben wir hier dann noch dann das Bein. Auch hier ist der Schriftzug Sputnik wieder glänzend gemacht worden. Oben das Blu-ray-Disc-Logo und unten dann noch das DVD-Logo. Und auch hinten drauf haben wir auch schon mal einen kleinen Einblick auf das Alien bzw. auf die Kreatur, die aus diesem Menschen anscheinend herauskommt. Und auch das schaut schon mal sehr, sehr stark aus. Und ansonsten haben wir hier genau dieselben Flecken wie auch schon vorne drauf mit diesem Used Look. Und hinten drauf haben wir keine weiteren Credits drauf. Schon mal sehr schön, das ganze Mediabook an sich schaut hier so aus im Ganzen von Back- und von Frontmotiv. Und dann gibt es natürlich auch noch hier dann die Bandrolle. Und hier schauen wir in den schwarzen Bereich schon mal dann die Inhaltsangabe zu dem Film. Ihr seht hier schon ein bisschen blutig hier mit dem Astronautenhelm, der komplett blutverschmiert ist. Ein nervaufreibender Science-Fiction-Thriller, düster, atmosphärisch und auch blutig. Hier noch ein paar Szenenbilder aus dem Film und noch weitere, ja, Aussagen von verschiedenen Magazine noch, hier die Credits und hier unten drauf immer noch die Laufzeit bzw. die ganzen technischen Daten. Und hin drauf, wie immer, haben wir wieder dann die Werbung für das nächste Mediabook bzw. für das letzte Mediabook hier, Archive. Auch diesen Film kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Gibt es auch eine Review und auch ein Mediabook-Unboxing, also hier einfach mal einen Blick riskieren und hier die ganzen Mediabooks, die schon erschienen sind von Cape Light. Und jetzt hier nochmal das schöne Motiv und damit gehen wir mal ganz fix in die Ego-Perspektive und gucken uns mal an, was mit dem Book noch zu bieten hat. Bis gleich. Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive. Hier nochmal das richtig schöne Motiv zu Sputnik, es lebt in dir. Hier nochmal ganz gut zu sehen, der
Glanzeffekt auf dem Schriftzug. Hier nochmal kurz den Spine. Auch hier dieser Schriftzug ist wieder glänzend gemacht worden. Und das Back-Artwork finde ich auch richtig schön gestaltet hier mit diesem Alien, was auf jeden Fall CGI-lastig aussieht. Aber dazu gleich in der nächsten Review, wenn es kommt. Und ja, hier schon mal die erste Seite. Auch hier wieder ein etwas blutiges Bild eines Astronautenhelms mit der Dame hinten drauf. Und das schaut schon mal sehr interessant aus. Und hier haben wir dann die Blu-ray-Version. Auch die passt wieder perfekt zu dem Hintergrund, denn hier nehme ich die Berge. Auch hier sind sie drauf. Also von daher, wenn man sie reinklippt, dann passt auch sehr gut zusammen. Und dann blenden wir einfach mal durch. Wir haben hier auch ein Interview wieder mit dabei. Über eine alternative Sowjetunion. Ein Gespräch mit Igor Abramenko, der den Film gemacht hat. Dieses Gespräch enthält Spoiler und sollte erst nach dem Filmgenuss gelesen werden. Was auf jeden Fall auch bei mir passiert. Und hier geht es los mit den verschiedenen Fragen. Oben natürlich die Frage, unten dann die Antwort vom Regisseur. Auch ein paar schöne Szenenzeichnungen aus vom Alien. Auch das schaut schon mal sehr interessant aus. Und hier eben, was magst du am Science-Fiction-Genre besonders? Aber hier haben wir ein bisschen weniger Text, mehr Bildformat. Also hier gibt es anscheinend nicht sehr viel Information über den Film zu erhaschen. Auch hier wieder ein paar Szenenfotos, ist in der Mitte des Booklets. Und auch hier wieder ein paar schöne, coole Zeichnungen vom Alien. Schaut aus wie ein Beckenkamm. Und auch hier schon einen kleinen Blick darauf. Und hier wieder ein paar Bilder. Und hier eben dann die letzte Seite. Und das Gespräch führte hier Rowan Linnartz vom Deadline Magazin. Und auf jeden Fall schon mal sehr interessant. So, und auch noch das Back-Artwork gibt es auch noch, was auch sehr cool ausschaut. Hier die DVD und hier im Hintergrund haben wir eben dann den Orbit der Erde. Und auch hier haben wir den, was auch wieder gut zusammenpasst und schaut richtig schön aus. Ja, das war das Mediabook zu Sputnik. Es wächst in dir. Und damit gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu Sputnik. Es wächst in dir. Und ja, wie gesagt, am 4. Dezember erscheint dieses Mediabook und auch die DVD und auch die Blu-ray zu diesem Film. Und zu kaufen gibt es natürlich auch beim Cablet Shop und auch bei den ganzen Einzelhandelketten wie Mediamarkt, Müller, Saturn. Geht dorthin in die Geschäfte und holt es euch. Und wenn es gar nicht anders da geht, dann auch bei Amazon. Aber unterstützt den Einzelhandel, der ist wichtig in der schweren Zeit. Und ja, wie gefällt das Mediabook und werdet ihr euch das Mediabook holen? Wie gesagt, die Review kommt demnächst auch auf meinem Kanal zu dem Film. Bin schon sehr gespannt. Und ja, das war's von mir. Und bis dann, tschüss mit Ü und...